Hallo, ich begrüße dich zu diesem Video. Wer kennt das nicht? Verlorene Bilder, verlorene Entwicklungseinstellungen, zwei verschiedene Katalogversionen und so weiter. Nichts als Chaos rund um den Lightroom-Katalog. Dabei soll doch Lightroom dich gerade unterstützen, die Bilder zu strukturieren, wiederzufinden und zu entwickeln. In diesem Video gebe ich dir Hilfestellungen zu der größten Lightroom-Not und natürlich auch Hinweise, wie du Fehler vermeiden kannst, alles rund um den Katalog. Ich werde dir jetzt gleich ein konkretes Vorgehen zeigen, wie du Kataloge zusammenführst, wie du verlorene Bilder wiederfindest. Aber ich werde dir auch ein paar Tipps geben, die sehr wichtig sind, wie du mit deinem Katalog und mit deinen Dateien vorgehen solltest. Und die wichtigste Botschaft ist, und die nehme ich gleich mal vorweg, alle Veränderungen deiner Lightroom-Dateistruktur, die solltest du aus Lightroom heraus vornehmen. Du solltest in Lightroom Bilder kopieren, Ordner kopieren, deine Dateien und deine Bilder verwalten. Es ist überhaupt kein Problem für Lightroom, beispielsweise hier verschiedene Laufwerke einzubinden. Also hier ist es mein lokales Laufwerk, auf dem sind die Bilder, ist mein Katalog gespeichert. Dann habe ich hier ein externes Laufwerk, was ich angebunden habe, wo ich nochmal Bilder gespeichert habe. Und unter A hier oben, dort findest du Bilder, die gar nicht auf diesem Rechner liegen, die jetzt auch gar nicht verfügbar sind. Die liegen auf einem NAS-Laufwerk. Und erst wenn hier die Netzwerkverbindung besteht, dann habe ich Zugang zu diesen Bildern. Das zweite ist, du siehst hier die klassische Lightroom-Struktur, wie sie Lightroom vorgibt, wie sie von Lightroom angeboten wird. Mein ganz großer Tipp ist, veränder diese Struktur nicht. Nimm es hin, wie Lightroom für dich die Bilder organisiert. Es gibt Möglichkeiten, wie du deine eigene Struktur auf diese Lightroom-Struktur aufsetzen kannst. Aber immer dann, wenn du in bestehenden Prozessen in Lightroom arbeitest, dann ist das die Standardeinstellung und es ist hilfreich, sich da nicht gegen zu wehren, sondern das zu übernehmen. Ferner ist es nicht ganz ungeschickt, die Bilder historisch zu strukturieren. So findest du auch ohne komplexe Metadaten, tolle Verschlagwortung etc. deine Bilder in der Regel wieder. Weil so ein historisches Gedächtnis haben wir in der Regel schon. Und dann weißt du, ist es Jahresanfang, Jahresmitte, war das Urlaubszeit und kannst dich so ein bisschen orientieren. Und zur Not musst du mal die einzelnen Jahre durchgehen, um dann Bilder zu suchen. Aber auch dieser Knoten, dieser Jahresknoten, das ist eine Struktur, die wir kennen aus dem Alltag, die wir nachvollziehen können. Wir denken in Jahren und deswegen empfehle ich dir ganz dringend, das beizubehalten, dich da sozusagen zu ergeben und nicht gegen zu wehren. Und aus meiner Sicht hilft dir das, schon mal Fehler zu vermeiden. Ich komme mal zu dem ersten Use Case und das ist ein externer Katalog, entweder beispielsweise einen neuen Rechner aufgesetzt hast und der alte Katalog ist auf dem alten Rechner und du möchtest jetzt auf deinen Rechner, auf deinen neuen Rechner diese Kataloge übernehmen oder du hast eine Sicherung deines Katalogs angelegt. Oder du möchtest gerne irgendwo nochmal einen alten Katalog, den du noch irgendwo hast, integrieren in deinen bestehenden Katalog. Erstmal gibt es überhaupt nichts dagegen einzuwenden, einen riesen Lightroom-Katalog zu haben, der auch über mehrere Laufwerke geht. Lightroom ist so strukturiert, dass sie mit so großen Katalogen ganz gut umgehen können und dann immer selektiv die Daten nachladen. Und es gibt auch Hilfestellungen, den Katalog wieder aufzuräumen und die Geschwindigkeit zu verbessern.
Und ich bin mit meinem Katalog, auch mit großen Katalogen, noch nicht an Grenzen gestoßen. Und wie gesagt, du kannst auch Kataloge über mehrere Laufwerke haben und hast dann erstmal gar keinen Zugriff auf die Originaldateien. Das ist nicht schlimm. So, jetzt aber wollen wir hier in meinen aktuellen Katalog, der ist hier unter Laufwerk D, da wollen wir jetzt einfach mal einen anderen Katalog importieren, beziehungsweise Bilder und Entwicklungseinstellungen importieren. Und da gehst du hier in dein Menü, unter Datei gibt es den Menüpunkt aus anderem Katalog importieren. So, und jetzt schauen wir mal. Wir müssen jetzt den Katalog suchen. Der ist im Laufwerk F unter Bilder und Lightroom. Und da haben wir einen Katalog, der von einem anderen Rechner stammt. Und den klickst du einfach an, wählst ihn aus. Und dann öffnet sich ein Dialog. Und jetzt übernimmt Lightroom schon die wichtigste Aufgabe für dich. Und zwar, und das kann durchaus eine längere Zeit dauern, je nach Größe des Katalogs oder besser gesagt der beiden Kataloge bis hin zu Stunden. Jetzt gleicht Lightroom alle Dateien aus den verschiedenen Katalogen ab mit deinem bestehenden Katalog und identifiziert Dubletten, identifiziert, ob es unterschiedliche Entwicklungsstände der Bilder gibt und nachher hast du vielfältige Möglichkeiten, sowohl nur die Entwicklungseinstellungen zu aktualisieren, als auch die ganzen Originaldateien, wenn du möchtest, in deine neue Lightroom-Struktur reinzukopieren. Also nicht nur Kataloginformationen zusammenzuführen, sondern regelrecht die Originaldateien in deinen Katalog zu importieren. Du wirst auch gleich sehen, die Dialoge sind so ein bisschen angelehnt an das, was du aus dem Importieren-Dialog kennst, wenn du neue Bilder in deinen Katalog importierst. Ein Hinweis an der Stelle noch. Wenn du bereits Bilder hast, zu denen es einen eigenen Katalog gibt und Entwicklungseinstellungen, dann solltest du diese Bilder nicht nochmal über den Importieren-Dialog in deinen bestehenden Lightroom-Katalog importieren. Das könntest du auch machen, aber dann sind die ganzen Entwicklungseinstellungen weg. Und deswegen empfehle ich dir, auf jeden Fall diesen Dialog zu nehmen, mit dem du aus dem Katalog heraus importierst, weil dann werden die Entwicklungseinstellungen mitgenommen. So, jetzt hat Lightroom alle Kataloginformationen abgeglichen und hiermit verhinderst du auch den Import von Dubletten. Und das Einzige, was du hier sozusagen als Dublette importieren kannst, das sind Entwicklungseinstellungen. Wenn es sozusagen unterschiedliche Entwicklungseinstellungen in den Katalogen zu einem Bild gab. Und das ist eine tolle Sache. Und wenn du jemanden kennst, der auch Katalogprobleme hat oder der auch mit dem Katalog noch nicht so richtig klarkommt, leite ihm dieses Video gerne weiter, denn das ist bestimmt eine wichtige Hilfestellung. So, jetzt schauen wir mal, ob es hier einen Ordner gibt, wo Lightroom Bilder identifiziert hat, die nicht in dem aktuellen Katalog auf meinem Notebook vorhanden sind. Hier seht ihr, da ist ein Haken. In diesem Ordner hat Lightroom Bilder entdeckt, die nicht vorhanden sind. Und jetzt haben wir hier zwei Menüs. Das eine Menü bezieht sich sozusagen auf die Dateiverwaltung, auf die tatsächlichen Bilder. Also jetzt kannst du beispielsweise hier Fotos integrieren, ohne die Bilder zu verschieben in den lokalen Lightroom-Katalog beziehungsweise in die lokale Dateistruktur. Also entweder ohne oder
mit Kopieren und Importieren der Fotos, aber du kannst eben auch ganz davon absehen, neue Fotos zu importieren. Dann beschäftigt sich sozusagen Lightroom mit den bestehenden Fotos und schaut dort, ob es da eventuell abweichende Entwicklungseinstellungen gibt. Und da kannst du dann unterschiedliche Entwicklungseinstellungen importieren und auch beide beibehalten. Und das ist dieses Menü hier. Da kannst du jetzt Metadaten und Entwicklungseinstellungen importieren und du kannst neben den Metadaten und Entwicklungseinstellungen auch noch die Negativdateien importieren. Und dann kannst du hierbei, wenn du das machst, dann kannst du hier entscheiden, ob du eben zwei Entwicklungseinstellungen beibehältst und dann speichert Lightroom keine Dateidublette, aber eben eine virtuelle Kopie mit den unterschiedlichen Entwicklungseinstellungen. So, und wir wollen jetzt mal diesen Ordner hier importieren. Diese Vorschau, die funktioniert auch so ähnlich wie dein Import-Dialog, den du kennst, wenn du neue Fotos importierst. Und du kannst hier einzelne Fotos markieren und Bilder, die schon vorhanden sind, die werden dann ausgegraut angezeigt. Also ein mächtiges Tool, viele Möglichkeiten und du kannst sogar nochmal das Dateihandling, wenn du keine RAW-Dateien hier hast, wie du damit umgehen möchtest, ob du da eventuell nicht RAW-Dateien dann durch bessere Dateien ersetzen möchtest. Wir klicken aber jetzt einfach mal auf Importieren und importieren die Fotos, ohne sie zu verschieben, in den aktuellen Katalog hinein. Also das wäre so die Situation, wenn du Bilder in deinem Katalog verloren hast und sie aber in einem anderen Katalog vorhanden sind. Oder ein Anwendungsfall könnte sein, wenn du beispielsweise Kataloge exportierst, an Dritte weitergibst, damit die für dich die Entwicklung, die Retusche, die Bildbearbeitung übernehmen und du dann wieder diese Bilder und die Entwicklungen in deine aktuelle Struktur, in deinen Katalog übernehmen möchtest. Ein zweiter herausfordernder Use Case könnte sein, dass du in deinem Lightroom-Katalog hier so Ordner hast, wo es ein Fragezeichen gibt. Eventuell merkst du das auch erst, wenn du diese Bilder entwickeln und exportieren möchtest und feststellst, dass die Dateien nicht mehr vorhanden sind. Das passiert beispielsweise, wenn du nicht innerhalb von Lightroom, sondern mit dem Windows Explorer, mit deinem Datei Explorer Ordner, Bildordner oder einzelne Bilder versehentlich oder absichtlich kopierst und verschiebst. Und hier siehst du beispielsweise die Bilder, vermutet Lightroom auf dem Laufwerk F, da habe ich sie aber gelöscht und ich habe sie ins Laufwerk D kopiert. Hier ist der Ordner vorhanden und da sind auch die Bilder drin. Wie kannst du das jetzt retten? Das ist ganz, ganz einfach. Die Herausforderung ist, zu wissen, wo sich diese Bilder tatsächlich befinden. Aber wenn du die Bilder gefunden hast und du kannst sie ja anhand dieser Datumsstruktur relativ leicht auch ohne Metadaten finden oder du nimmst den Dateinamen hier und suchst danach in all deinen Ablageorten und Laufwerken. Und wenn du ein Bild gefunden hast, dann findest du in der Regel auch die anderen. So, und hier könntest du einfach mit der rechten Maustaste draufgehen und dann öffnet sich ein Kontextmenü und dort kannst du nach den fehlenden Ordnern suchen. Wenn du sagst, das ist wirklich Mist, ich will das verwerfen, dann kannst du diesen Ordner auch entfernen und diesen Ordner als eigenen Katalog zu exportieren, dazu kommen wir später. Also wir suchen jetzt den fehlenden Ordner und wir wissen, der befindet sich hier auf Laufwerk D unter Lightroom. Hier 20 und das ist das vom 3.4. Dann können wir hier einfach den Ordner markieren, den Ordner auswählen und jetzt verschwindet der Ordner hier aus dieser Struktur
und erscheint hier auf Laufwerk D. Das sind die Selbstporträts für mein Thumbnail zum Test der Nikon D780. Da siehst du gleich mal, wie ich so arbeite. Hier sind teilweise Testcharts, die du gesehen hast, hier von Objektivtests etc. Also, das ist eine tolle Sache. Da findest du ganz schnell wieder deine Bilder und reparierst quasi deinen Lightroom-Katalog. So, und jetzt kann es natürlich sein, dass du gerne diese Bilder ausgliedern möchtest. Und zwar voll funktionsfähig diesen Ordner als Katalog exportieren. Dann kannst du auch das tun und einen eigenen Lightroom-Katalog sozusagen irgendwo in deiner Dateistruktur abspeichern, diesen Katalog weitergeben und so, auch wenn du einen großen Katalog hast und mal die Dinge in einem kleineren, übersichtlicheren Katalog haben möchtest, einfach exportieren. Das funktioniert natürlich auch hier über den Jahresknoten etc. Und dann kannst du, wenn du unterschiedliche Entwicklungseinstellungen hast, dann kannst du ganz leicht diese Entwicklungseinstellungen auch wieder in deinen großen Katalog importieren. Wichtig ist, ich möchte es nochmal betonen, nur dass du alle Operationen hier in Lightroom machst. So, und das betrifft beispielsweise auch, was haben wir denn hier mal? Ja, nehmen wir mal diesen kleinen Ordner. Wenn du sagst, der ist jetzt im Laufwerk F, ich möchte gerne, vielleicht hast du hier Platzprobleme oder du möchtest eben, das ist ja hier ein externes Laufwerk und du möchtest jetzt, wenn du mit deinem Notebook unterwegs bist, dann möchtest du gerne Zugriff auf diese Dateien haben, also möchtest du sie auf ein Laufwerk kopieren, auf deinem Notebook drauf. Und dann nimmst du einfach hier auch diesen Ordner und schiebst ihn hier oben hin und lässt ihn dort fallen. Und jetzt sagt Lightroom dir, dass du jetzt wirklich die Dateien verschiebst und dass die dann auch auf Laufwerk F nicht mehr vorhanden sind. Dass der Befehl nicht rückgängig gemacht werden kann, das stimmt nicht ganz, weil du kannst natürlich diesen Ordner wieder nehmen und wieder zurückkopieren. Das ist überhaupt kein Problem. Und wenn du das jetzt machst, dann übernimmt Lightroom hier alle wunderbaren Katalogstrukturen, hier haben wir ihn, und dann kannst du hier direkt weiterarbeiten, hast alle Entwicklungseinstellungen etc. Also hier kannst du in dieser Dateistruktur ganz viel machen und deine Ordner etc. selbst organisieren, verschieben und so weiter. So, und wenn du jetzt nicht ganz zufrieden bist mit deiner Ordnung, dann kannst du hier eben die Sammlungen verwenden und quasi Bilder nochmal bündeln aus unterschiedlichen Ordnern. Ja, also die können zu unterschiedlichen Zeiten aufgenommen sein und deswegen in der Dateistruktur in unterschiedlichen Ordnern sein. Das ist kein Thema. Mit solchen Sammlungen bündelst du die und hast dann eigentlich das, was du dir vielleicht oftmals wünschst, nämlich eine kontextbezogene Zusammenführung von deinen Bildern und du bist dann weg von den historischen, von der historischen Ablagestruktur, die vielleicht manchmal nicht passt. So, und hier kannst du auch wieder mit der rechten Maustaste draufgehen und auch so eine Sammlung als eigenen Katalog exportieren, an einem anderen Ort weiter bearbeiten und dann mit dem erst gezeigten Vorgehen auch wieder rückimportieren unter Beibehaltung möglicherweise verschiedener Entwicklungseinstellungen. So wie du Sammlungen als eigene Kataloge exportieren kannst, kannst du natürlich auch alle anderen Bestandteile deines Kataloges exportieren.
Beispielsweise kannst du hier einen eigenen Ordner exportieren. Du kannst aber auch hier zum Beispiel mit der Steuerung oder der Umschalttaste mehrere Ordner auswählen und die dann in einen Katalog exportieren oder besser gesagt als Katalog exportieren. Aber du kannst auch hier auf den Knoten, auf den Jahresknoten gehen und so den gesamten Ordner exportieren. Wenn du jetzt mit der rechten Maustaste hier die Maus über einen dieser Ordner hältst und dann hier den Menüpunkt diesen Ordner als Katalog exportieren wählst, dann wird nur der Ordner exportiert, der gerade unter der Maus liegt. Wenn du aber diese beiden Ordner oder noch mehr, das kannst du dann alles markieren, exportieren möchtest, dann musst du über den Dialog Datei und dann hier als Katalog exportieren wählen. Das wäre zum Beispiel ein Szenario, du möchtest deinen Lightroom-Katalog von dem einen Rechner auf den anderen migrieren, dann schließt du ein externes mobiles Laufwerk an, gehst auf als Katalog exportieren und dann öffnet sich ein ganz neuer Dialog und hier kannst du sozusagen das Katalogbündel, diese Packung, die du da jetzt exportierst, ganz individuell benennen. Ich nenne das jetzt mal neue Bilder und es sieht zwar so nach einem Windows-Dialog aus, aber da steckt deutlich mehr dahinter. So kannst du zum Beispiel hier nur ausgewählte Fotos exportieren. Also das wäre hier das Bild, was ich ausgewählt habe und dann würde nur dieses eine Bild exportiert werden in einem Katalog. Aber du kannst natürlich auch mehrere Bilder markieren, also auswählen und die dann exportieren. Dann ist jetzt hier eingestellt, ich möchte die Negativdateien mit exportieren, also deine RAW-Dateien oder die Dateien, die du in deinem Katalog als negative hinterlegt hast. Dann kannst du Vorschauen natürlich einschließen, aber du kannst sogar auch die tollen Smart-Vorschauen hier extra erstellen. Das sind ja die Vorschauen, die es dir dann auch ermöglichen, die Bilder weiterzuentwickeln, unabhängig vom Zugriff auf das eigentliche Negativ, auf die eigentliche Bilddatei. So, und je nachdem, was du machen möchtest, wählst du das hier aus und ich nehme mal diese vorgegebene Einstellung, drück auf Speichern und dann wird dieser neue Katalog exportiert. Jetzt denkt man, oh, es ist eigentlich schon alles vorbei, aber nein, das ist eine tolle Funktion. Hier läuft der Export, hier oben links läuft der Export weiter und Lightroom ist aber freigegeben, sodass du weiterarbeiten kannst in Lightroom, weiterentwickeln kannst. Das dauert jetzt eine Zeit lang und auch wenn du sozusagen deinen großen Lightroom-Katalog so exportierst, dauert das relativ lange. Allerdings dauert es auch seine Zeit, wenn du den Lightroom-Katalog hier über den Datei-Explorer exportieren würdest oder verschieben würdest. Auch das dauert seine Zeit, weil der Katalog aus einer Vielzahl von einzelnen Dateien besteht, die relativ langsam nur durch dein Betriebssystem kopiert oder verschoben werden können. Und wenn du das machen solltest, dann musst du hier erstens Lightroom am besten schließen und dann dieses ganze Setup hier, also diese drei Ordner und diese Katalogdatei kopieren und verschieben. Aber ich rate dir davon ab, ich rate dir, wie gesagt, ganz konsequent hier aus Lightroom heraus zu arbeiten. Jetzt schauen wir mal, was Lightroom da jetzt kopiert hat. Ich habe das ja hier unter D kopiert, Laufwerk D,
neue Bilder. Lightroom legt sozusagen von diesem ganzen Katalogpaket hier einen eigenen Ordner an. Und dann hast du hier einerseits die Katalogdatei, hier die Vorschauen und dann hier den Dateiordner mit den Bildoriginalen, mit den sogenannten Negativen, mit deinen RAW-Dateien, beziehungsweise bei mir hier noch als Vorschau die entsprechenden JPEGs. Wenn du Lightroom jetzt hier schließt, dann kannst du diesen Katalog hier öffnen und der öffnet sich als eigener Katalog in Lightroom. Und dann hast du nur Zugriff auf diese Bilder. Ja, und wenn du jetzt wieder den Hauptkatalog öffnen möchtest, dann könntest du beispielsweise hier auf letzte Dateien öffnen gehen und dann hast du wieder den Lightroom Standardkatalog und dazu muss Lightroom natürlich neu gestartet werden und dann bist du wieder in deiner gewohnten Umgebung. Das jetzt gezeigte Vorgehen, das wäre aus meiner Sicht auch ein Tipp, um eben Kataloge zu migrieren und dann empfehle ich dir, die Kataloge auch noch weiter auf dem anderen Rechner, auf dem Rechner, von dem du den Katalog exportiert hast, so lange stehen zu lassen und nicht zu löschen, bis du deinen neuen Katalog auf deinem neuen Rechner aufgebaut hast. Wie ich schon öfters gesagt habe, gibt es für diesen Katalog Export und Import natürlich die diversen Anwendungsszenarien. Und du kannst natürlich auch hier ein ganzes Laufwerk markieren und dann alle Bilder, die hier unter diesem Laufwerk liegen, als eigenen Katalog exportieren, wenn du hier wieder über die entsprechende Option unter Dateien gehst, dann kannst du hier diesen ganzen Katalog exportieren. Und dann zeigt Lightroom hier eben auch an 345 Fotos und entsprechende virtuelle Kopien werden hier exportiert als eigener Katalog. Wenn du deinen Rechner zwischendurch mal ausschalten möchtest, pausieren möchtest, dann empfehle ich dir, diese Exporte und auch die Importe eben in kleineren Häppchen zu vollziehen, weil das eben alles seine Zeit dauern kann, bis diese vielen Dateien exportiert und importiert sind. So, und auch wenn du hier mal keinen Zugriff auf deine Bilder hast, ist das kein Problem. Du siehst hier, die Vorschauen sind sogar sichtbar und es hängt davon ab, welche Arten von Vorschauen du hast. Du kannst diese Bilder möglicherweise sogar, ohne dass Lightroom Zugriff hat auf die Bilder, entwickeln. Und lediglich beim Export greift Lightroom dann auf diese Bilder zu und fügt dann die veränderten Entwicklungseinstellungen hinzu. Und du hast dann das fertige Bild exportiert. Ja, wir wollen es uns einfach mal anschauen. Du kannst hier ohne weiteres bei einem Bild, obwohl da jetzt gar nicht die Originaldatei war, kannst du hier in die Entwicklungseinstellungen reingehen und dieses Bild entwickeln. Und je nach Größe deiner Vorschau kannst du vielleicht sogar einen Notexport machen. Und besonders hilfreich ist, wenn du zu deinen Bildern, die du hier ohne Bezug zu den Originaldateien bearbeiten möchtest, dann hier Vorschauen, und zwar Smart-Vorschauen erstellst. Das waren jetzt meiner Meinung nach die wichtigsten Handgriffe, die du kennen solltest, um sicher und unfallfrei mit deinem Lightroom-Katalog zu arbeiten und auch mal was reparieren zu können, wenn was schief geht. So, und keine Angst vor großen Katalogen. Wenn mal dein Katalog ein bisschen langsam wird, dann hast du hier unter Datei auch nochmal die Option, deinen Katalog zu optimieren. Und da werden die Kataloginformationen neu strukturiert, sodass sich auch die Geschwindigkeit deines Kataloges
erhöht, der Zugriff, die Arbeit mit deinem Katalog. Wenn du weitere Fragen rund um Lightroom hast, schreib das auch gerne in die Kommentare. Dann kann ich da, wenn die Fragen häufiger auftauchen, dazu ein Video machen. Wenn du meinen Kanal abonnierst, dann wirst du auch informiert, wenn so ein neues Video dann auf meinem Kanal erscheint. Dazu solltest du aber die Glocke einschalten. Ja, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, du bist jetzt ein bisschen sicherer in Lightroom. Und bitte denk auch dran, dieses Video eventuell weiterzuleiten, zu teilen mit anderen, mit denen du vielleicht schon mal über Lightroom-Katalogprobleme gesprochen hast. Dafür danke ich dir, das ist super und ich freue mich aufs Wiedersehen. Bis dahin, tschüss.